guten Morgen und einen wunderschönen Start in die neue Woche für dich. Schön, dass du hier bist, schön, dass du live mit dabei bist oder den Replay anschaust. Wir sprechen heute über die Frage, inwiefern dich das in deiner Businessentwicklung, aber vor allem auch im Verkaufen unterstützt, wenn du die kosmischen Energien mitnimmst. Also ganz konkret, wenn du dir klarer machst, wie du Pluto im Wassermann, die Periode 9, irgendwelche anderen Energien für dich nutzen kannst, wie du besser, wenn Venus Return in deinem Chart ist, was du dann, wie du dann Menschen leichter anziehen kannst und so weiter. Also da kann man wirklich sehr, sehr tief reingehen. Machen wir jetzt nicht, weil es geht um diese generelle Frage. Und generell kann ich tatsächlich sagen, nachdem ich jahrelang im Verkauf gearbeitet habe und in der Zeit 2 Jahre lang komplett ohne auf die Energie zu achten und komplett einfach nur in diesem harten Hustle drin war, in diesem mentalen, das ist ja letzten Endes harter Hustle, das ist eigentlich letzten Endes, du bist die ganze Zeit hier oben im Kopf und du bist nicht mehr in deinem Körper. Du bist eigentlich die ganze Zeit nur hier oben im Kopf und dein Kopf kontrolliert alles und du bist sehr hart gegen dich selber, wenn du bestimmte Bedürfnisse spürst. Das heißt letzten Endes harter Hustle. Und nachdem ich dann meine Panikattacken hatte, musste ich einen neuen Weg entwickeln. Und dann habe ich tatsächlich gelernt und mir eine eigene neue Strategie entwickelt, wie ich auf eine weichere Weise verkaufen kann, wie ich mehr in die loslassende Energie reingehen kann, weil ich habe sehr viel kontrolliert, ich war sehr fixiert, ich war sehr in diesem Kontrollding drin. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei externen, mit denen ich gearbeitet habe. Die sollten immer nach meinen Deadlines Informationen rüberschicken und so. Also es war schon sehr challenging, teilweise, glaube ich, mit mir zu arbeiten. Und ich habe halt die super Ergebnisse gebracht und deswegen haben mir meine damaligen Chefs komplett freie Hand gelassen, obwohl es sehr viele Konflikte gab. Und das Interessante war, dass ich, als ich dann in diese weiche Richtung gerutscht bin, also aus dem konstant nur mental mehr in den Körper rein, mehr auf mich geachtet, mehr mich damit befasst, was ich jetzt gerade brauche, was ich jetzt gerade fühle, was für mich das gerade das Richtige ist. Da wurde ich nicht nur erfolgreicher, sondern ich war auch entspannter. Was nie weggegangen ist, war dieser extrem hohe Anspruch und dieser extrem hohe Druck mir selbst gegenüber. Und obwohl ich super, super erfolgreich war, super, 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 super viel Umsatz gemacht habe, war ich immer unsicher. Und ich habe mich lange gefragt, was das Problem war, weil ich habe ja dann schon in dieser weiblicheren Energie gearbeitet. Und ich habe dann irgendwann noch angefangen, mehr auf die Mondphasen zu achten und mich mehr energetisch zu verbinden mit den Energien, mit den astrologischen Energien vor allem. Und trotzdem war ich echt ganz schön gestresst die ganze Zeit. Und ich merke das tatsächlich auch seit meiner Businessgründung vor knapp zwei Jahren, dass ich immer noch dieses Verhalten in mir trage, dass ich alles kontrollieren will und dass ich irgendwie, sobald ich mehr locker lasse, zwar erfolgreicher werde. Jetzt habe ich das im Auge. Genau, rechtes Auge. Sobald ich locker lasse, direkt das Gefühl habe, das wird nichts. Also das ganze Spiel, was ich schon vorher in der anderen Tätigkeit hatte. Und das Interessante ist, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass so wie es da draußen erklärt wird mit dem Verkaufen auf eine härtere oder weichere Weise, das lässt immer einen ganz bestimmten Teil außer Acht. Und zwar diese Frage, wie du mit den Energien da draußen umgehen kannst. Und das Interessante war ja, ich habe ja bin die ganzen Phasen durchgegangen. Das allererste, was ich gemacht habe in der Sales-Tätigkeit, dieses harte Hustle. Damit fangen wir ja meistens an. Das ist ja das, was wir ganz viel auf dem Markt sehen. Dann habe ich mich sehr krass mit spirituellen Tools, ich habe sehr viel meditiert und ich habe sehr viel Pilates gemacht, um mich mental zu schärfen, um fokussierter, zielstrebiger zu sein. Das heißt, ich habe die spirituellen Tools eigentlich missbraucht,
um hochleistungsfähiger zu sein, was auch eine Zeit lang funktioniert hat, was mich dann aber in die Panikattacken gebracht hat. Die haben mir dann gezeigt, so Laura, du kannst nicht weitermachen, du brauchst eine andere Vorgehensweise. Aber was ich damals noch nicht verstanden habe, was ich dann erst bei der Businessgründung langsam verstanden habe, war, dass diese Panikattacken mir nicht nur gezeigt haben, dass ich zu hart zu mir bin, sondern dass ich zu viel im Kopf bin. Dass ich zu viel im Kopf bin und zu wenig im Körper. Also, dass ich zu viel meinen Verstand steuern lasse, obwohl ich schon sehr viel weicher gearbeitet habe. Aber trotzdem war das immer noch sehr stark im Kopf. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir den Sprung schaffen. Denn der letzte Sprung war ja, dieses Energetische mit den kosmischen Energien zusammenzubringen. Und diese kosmischen Energien haben einen sehr großen Vorteil und einen sehr großen Nachteil. Ich fange mit dem Nachteil an. Der größte Nachteil ist, dass die meisten Menschen sich damit nicht so tief auskennen. Das bedeutet wiederum, wenn sie es für sich nutzen müssen, dann geraten sie ganz oft an irgendwelche Gurus, irgendwelche Leute, die ihnen das so unterrichten. Was an sich nichts Schlimmes ist, außer dem Punkt, dass es dich wieder von deinem Ziel abbringt und dass es dich wieder von dir wegbringt und dass es dich wieder zurück in den Kopf bringt. Denn sobald du etwas Neues lernen willst, was sehr schnell sich entwickelt, sehr schnell wechselt, sehr schnell wandelt, und dazu gehört Astrologie, genauso wie die Metaphysik, wenn wir uns auf die Transite konzentrieren. Das ist alles eine sehr schnelle Sache. Selbst bei Pluto im Wassermann, der sich jetzt 20 Jahre durch den Wassermann entwickelt, also der geht nochmal zurück in Steinbock dieses Jahr und geht dann wieder zurück in Wassermann. Am 19.11. Finale ist er im Wassermann angekommen, wird dann ungefähr 20 Jahre im Wassermann sein. Das heißt, es ist schon eine lange Zeit. Pluto läuft am langsamsten. Ja, Pluto läuft am langsamsten durch die Tierkreiszeichen. Genau. Neptun läuft, ich habe gerade überlegt, ob Neptun am langsamsten läuft, aber nein, sonst würde Pluto Neptun überwinden, aber das passiert nie. Neptun läuft ein bisschen schneller durch die Tierkreiszeichen als Pluto. Also Pluto ist der kleinste Planet, der ist am weitesten von der Erde und der Sonne entfernt und läuft am langsamsten dadurch durch die Tierkreiszeichen. So. Und obwohl Pluto am langsamsten durch die Tierkreiszeichen läuft, ist es ein Transit, der sehr oberflächlich erklärt wird, was verständlich ist, weil das einfach eine Energie ist, die sehr tief und sehr extrem ist. Und sobald du dich damit tiefer befasst, kann es sein, dass dich so ein unangenehmes Angstgefühl befällt. Weil du nämlich auf einmal fühlst, da geht es nämlich nicht um den Kopf, da geht es um das Gefühl, du fühlst auf einmal im Körper so eine ganz interessante Beklemmung. Das ist so ein bisschen wie wenn du dich mit Neptun tiefer befasst oder mit Saturn. Bei Saturn wissen wir das ja sehr wahrscheinlich. Saturn ist halt der strenge Lehrer, der dich auch einschränkt. Aber Saturn ist an sich sehr kontrollierbar. Also du weißt halt, womit du es zu tun hast, wenn es um Saturn geht. Aber bei Neptun bist du komplett verwirrt. Und es kann auch sein, dass du in so eine totale Disillusion reinrutscht und du merkst es nicht. Und bei Pluto weißt du einfach nicht, was kommt. Das ist halt sehr unberechenbar. So. Und das, ich habe ja gerade gesagt, es gibt einen Vorteil und einen Nachteil. Und der Nachteil ist, dass wenn du diese Transite für dich nutzen willst, dann musst du erstmal, weil sehr wahrscheinlich kennst du dich damit nicht so tief aus, musst du dich damit erstmal tiefer befassen. Und das kannst du entweder im Selbststudium machen oder du kannst es über einen Kurs machen. Und dann ist nämlich die große Frage, bei wem kannst du das denn so lernen, dass die Person dir nicht irgendwelche Glaubenssätze, Meinungen oder Perspektiven aufdichtet, sondern wirklich ganz essentiell einfach nur das, worum es geht. Weil die Sache ist vor allem bei Pluto, dass da ja ganz viele Ängste auch mit dran hängen, auch bei den Menschen, die das unterrichten. Und da zähle ich mich auch dazu, mir ist das bewusst und dadurch kann ich darauf achten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davon frei bin, weil das wäre eine Lüge. Im Human Design zum Beispiel haben wir ja das Milzzentrum und in der Milz sitzen nur die Energie, Tierkreiszeichen, Waage und Skorpion. Und
Waage und Skorpion in der Milz. Und in der Milz geht es ums Überleben. Und das kann man sich eigentlich schon so erklären, dass es bei der Skorpionenergie meist, außer die Skorpionenergie sitzt in einem anderen Zentrum, außer in der Milz. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du sehr viel Skorpion hast, dass da sehr viel in der Milz los ist, ist groß. Dann geht es die ganze Zeit eigentlich um irgendwelche Ängste. Und die Ängste spielen sich ja ganz oft im Kopf ab und beeinflussen dann den Körper. Und jemand, der sehr unbewusst ist, beziehungsweise selbst wenn jemand sehr bewusst ist und dir dann erklären möchte, wie die Welt jetzt sich weiterentwickelt, das hat selten keine Färbung. Es hat fast immer eine Färbung. Bei mir hat es auch eine Färbung, und zwar geht es bei mir immer um die Frage, wie kannst du das ganze Wissen, was du bei mir bekommst, direkt anwenden, direkt für dich nutzen und auch direkt fühlen und implementieren? Ich bin kein Fan davon, nur Theorien zu unterrichten oder einfach nur Dinge zu unterrichten, weil sie irgendwie interessant sind, aber wenn die nirgendwo hinführen, finde ich das ehrlich gesagt Zeitverschwendung. Selbst wenn meine Sachen erstmal nicht so zusammenhängend wirken, die haben alle einen Zusammenhang. Alles, was ich mache, hängt zusammen. Und es geht am Ende immer darum, dass du eine Abkürzung bekommst und nicht, dass ich dir meine Weltsicht aufdiktiere, weil das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich bin auch nicht dein Guru, ich bin auch nicht deine Retterin und ich bin auch nicht schlauer als du oder so, sondern ich gebe dir nur eine andere Perspektive und eine Abkürzung, wenn du die willst. Manche Menschen finden das ja super mit einer Abkürzung. Manche Menschen wollen eher 1000 R im runden Drehen. Das ist halt immer eine Entscheidungssache. Also der Nachteil ist, wenn wir uns mit den Energien befassen, des Kosmos, und ich möchte da jetzt mal anmerken, ich befasse mich seit 22 Jahren Nee, das stimmt gar nicht. Seit 22 Jahren mit Astrologie. Ich habe mit Synastrie angefangen. Das heißt, ich habe damit angefangen, Charts gegeneinander aneinander zu legen und zu analysieren, wer mit wem am besten zusammenpasst. Das ist eigentlich advanced, aber ich fange halt immer anders an als alle anderen. Ich finde die Grundlagen am Anfang immer voll langweilig und irgendwann merke ich, ich brauche sie noch und dann lerne ich sie noch zusätzlich. Aber ich fange fast immer mit den komplizierten Sachen an. Ich finde es einfach sonst langweilig. Und das heißt, selbst ich gehe immer wieder an meine Bücher und prüfe, ob das, was ich gerade wahrnehme und das, was ich gerade interpretiert habe, auch abprüfbar ist mit dem, was so gelehrt wird, was man so lesen kann, was du so in unterschiedlichsten Büchern finden kannst. Und es ist auch so ein Teil von Perfektionismus, der mich tatsächlich auch sehr gebremst hat und mich sehr lange daran gehindert hat, damit überhaupt irgendwas zu machen, was auch nicht notwendig ist, so hart zu sich zu sein. Das ist einer meiner eigenen Aufgaben in diesem Leben, das loszulassen, diese eigene Härte mir gegenüber loszulassen. Aber dadurch, dass ich da so kritisch bin und so reflektiert damit umgehe, ich habe auch unterschiedliche Strömungen schon auseinandergenommen und analysiert und Häusersysteme übereinander gelegt und mich mit den unterschiedlichen Gründen, warum es verschiedene Häusersysteme gibt oder Gründe, warum es verschiedene astrologische Strömungen gibt und wo die herkommen und was sie für eine Grundlage haben und was sie für Essenzen haben, auseinandergesetzt und habe halt immer wieder festgestellt, dass jede Strömung irgendwelche Schwächen hat und jede Strömung irgendwelche Lücken hat. Und da fängt dann halt an, dass wenn du dann so lange mit Astrologie zum Beispiel dich befasst, dass du dann auch dir erlauben darfst, mehr auf deine Intuition zu hören. Und wenn ich dann bestimmte Informationen nirgendwo finde, oder ich zwar welche finde, aber ich finde die irgendwie nicht stimmig zu dem ganzen Konstrukt, was ich schon in meinem Kopf habe, dann interpretiere ich das intuitiv. Das kann ich, weil ich mich damit schon so lange befasse. Und deswegen kann ich dir auch sagen, dass wenn du zum Beispiel mit Astrologie oder Human Design dein Business optimieren willst, dass du dich, und du kennst dich damit noch nicht wirklich aus, dann wirst du dich damit sehr wahrscheinlich erstmal ablenken, weil du nämlich auf einmal in dieses Bedürfnis reinrutscht, dass du dich selber besser kennenlernen willst. Aber wenn du das
wenn der erste Gedanke war, dass du Astrologie oder Human Design und damit meine ich jetzt auch die Transite, also auch Pluto und Wassermann, für dein Business nutzen willst, dann musst du dich ganz klar dafür entscheiden, dass du das jetzt gerade erstmal nur für dein Business nutzt. Und außerhalb der Businesszeit kannst du ja machen, was du willst. Kannst dir Bücher kaufen, kannst irgendwelche Kurse für dich alleine besuchen. Aber da ist diese Trennung total wichtig, dass du dir ganz klar machst, für was mache ich das gerade? Mache ich das gerade für mich oder mache ich das gerade für mein Business? Und wenn ich das für mich mache, das aber gerade in der Businesszeit ist quasi, also in deiner Arbeitszeit für dein Business, dann solltest du überprüfen, ob das gerade notwendig ist, dass du das mit für dich machst. Und dadurch, dass es diese Verwirrung immer mehr gestiftet wird, anstatt aufgelöst wird. Und es gibt ja etliche Kurse zum Thema, wie du Human Design und Astrologie in dein Business reinbringen kannst. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass da bewusst Klarheit geschaffen wird, sondern ich habe eher den Eindruck, dass da Verwirrung gestiftet wird mit immer mehr Wissen. Und diese Verwirrung hat tatsächlich auch einen manipulativen Touch teilweise. Und zwar manipulativ in dem Sinne, dass dadurch, dass du verwirrt bist, und zwar wieder nur hier oben im Kopf, das ist wieder nur bla 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 bla, das Erste, was passiert, ist die Trennung von Körper und Geist, was dich nicht weiterbringt, weil da kommen wir nämlich gleich drauf, warum. Und das Zweite ist, du wirst immer anfälliger, noch mehr zu buchen, noch mehr zu kaufen, weil du nämlich immer verwirrter bist und diese Verwirrung, die gestiftet wurde, die extra gestiftet wurde, die möchtest du mit weiteren Kursen, weiteren Sessions, weiteren was weiß ich, auflösen. Die wird aber nicht aufgelöst, weil es nämlich darum nie ging. Und das habe ich tatsächlich auch festgestellt, als ich selber nämlich in so einem Jahresprogramm drin war und das war ein super Jahresprogramm. Diese Frau hat extrem krasses Wissen und ich habe von ihr sehr viel gelernt und mir ist gleichzeitig immer wieder aufgefallen, wie viel Verwirrung da teilweise gestiftet wurde durch spontane Sachen oder irgendwelche Dramen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, und das war auch der Grund, warum ich dann frühzeitig da rausgegangen bin, ob das bewusst war. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es dir nicht bewusst. Ich will es gar nicht bewerten, weil darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ich jetzt jemanden bewerte. Es steht mir gar nicht zu. Ich habe wichtige Sachen gelernt. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, wir sind jetzt hier an einem gemeinsamen Punkt angekommen. Da führt das für mich nirgendwo mehr hin. Ich bin nämlich sehr empfindlich, wenn es um Manipulation geht. Ich durchschaue das nämlich leider sehr schnell und dadurch kann man mich halt nicht so manipulieren, dachte ich. Hat aber trotzdem in einem bestimmten Punkt mal funktioniert und da war ich selber von mir erschrocken und habe mir das auch sehr übel genommen. Aber wir lernen ja alle. Das heißt, es kann dich dabei unterstützen, wenn du ganz klar weißt, warum du das gerade nutzt. Denn der Vorteil ist, und jetzt gehen wir zu dem Vorteil, der Vorteil ist, diese, sagen wir mal, Trends, diese Transite, das ist ja eine Art Trend, darüber zu reden, über Pluto und Wassermann, über Periode 9 zu reden, wenn du verstehst, was es für dich bedeuten kann und wie du das für dich nutzen kannst, dann kannst du dir einen Marktvorteil verschaffen. Die Sache ist nur, dass die meisten, die das verkaufen, das Wissen nutzen, dass sie dadurch einen Marktvorteil haben, weil ganz viele den Marktvorteil haben wollen und dadurch aber andere nur dazu animieren, durch irgendwelche Monatsprogramme oder irgendwelche Kurse diese Reise mitzugehen, anstatt da schnell reinzugehen. Weil diesen Marktvorteil, du musst es eigentlich nicht so tief verstehen, um den Marktvorteil für dich nutzen zu können, außer du verschwindest dann wieder, dieser Nachteil, in irgendeinem Programm, in dem du immer wieder was Neues und immer wieder was Neues lernst, anstatt einfach nur die wichtigen Essenzen, mit denen du ganz schnell deinen Marktvorteil auch kreieren kannst. Und das ist mein großer Kritikpunkt an dieser Stelle, auch an alle, die das machen und die das einfach nur machen, um das auszunutzen, um diese Welle auszunutzen, mehr zu wissen als andere. Was natürlich generell okay ist, weil jeder kann ja mit dem eigenen Wissen machen, was er oder sie will. Aber ich find's trotzdem irgendwie schwierig. Ich find's schwierig, weil ich einfach sehe, dass
die Menschen so viel hier oben drin haben und so wenig damit machen und es einfach daran liegt, weil du es nicht fühlen kannst, weil du es nicht richtig integrierst, weil du es nicht richtig anwendest, weil du die ganze Zeit nur darüber nachdenkst. Du denkst die ganze Zeit nur über irgendwelche geilen Konzepte nach oder wie du das jetzt wieder in deinem Leben anwenden kannst, aber du machst es nicht, du gehst nicht in die Aktion, du setzt es nicht um, du probierst es nicht, du testest es nicht, du gehst nicht raus, du machst es nicht. Und du denkst die ganze Zeit nur darüber nach. Und während du die ganze Zeit darüber nachdenkst, bauen die anderen Leute ihre krassen Imperien auf und fahren die ganze Zeit an dir vorbei und hängen dich ab. Und du denkst, oh nein, ich muss jetzt noch XYZ können, damit ich ABC machen kann, was dir irgendjemand eingeredet hat, was du dir hast einreden lassen, weil du nämlich letzten Endes, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Knackpunkt an dieser Sache, die Energien für dich zu nutzen. Der Knackpunkt ist, dass wir schnell in diese Richtung rutschen, vor allem, wenn du aus Deutschland kommst. Wir sind da leider sehr krass sozialisiert worden in diesem, es gibt immer jemand, der dir bei irgendwas helfen kann. Es gibt immer jemand, der dich mit dem Wissen retten kann. Du musst erst alles richtig können, um die Nummer 1 mit Sternchen Person zu sein. Und dann bist du 1 mit Sternchen. Du hast das krasseste Wissen, die krasseste Expertise. Vielleicht hast du auch den krassen Erfolg im Außen. Aber innerlich fühlst du dich so richtig scheiße. Also wir können das auch so sagen, so nach außen bist du so 1 mit Sternchen und innerlich bist du so 6 Sätzen. Sätzen 6. Weil du nämlich alles richtig gemacht hast und trotzdem dich total beschissen fühlst. Und das liegt daran, weil du die ganze Zeit nur hier oben im Kopf bist, weil du deine ganzen Bedürfnisse komplett gedeckelt hast. Und warum deckeln wir unsere ganzen Bedürfnisse? Warum unterdrücken wir unsere Bedürfnisse? Weil wir Angst haben, was da hochkommt, wenn wir das mal zulassen. Weil wir Angst haben, dass wir nicht mehr funktionieren. Weil wir Angst haben, dass alles zusammenbricht, dass der ganze Erfolg zusammenbricht, wenn du das mal zulässt, was da hochkommen möchte. Das mal zulässt, was da gefühlt werden möchte. Du hast totale Angst zu scheitern und du hast totale Angst, nicht auszureichen. Weil du nämlich letzten Endes deinen Erfolg mit deinem Selbstwert verbunden hast. Und diese Verbindung lösen wir jetzt mal auf. Das heißt, wir machen jetzt eine kleine Reise und du gehst bitte jetzt hier aus dem Livestream oder aus der Aufnahme raus, wenn du das nicht machen möchtest, weil dann also es ist wichtig, dass der Konsens herrscht, dass du diese Reise mitmachen möchtest. Wir trennen jetzt mal deinen Selbstwert von deinen Erfolgen. Das bedeutet, dein Selbstwert ist unabhängig von deinen Erfolgen. Okay, bist du bereit? Alles klar. Und danach verrate ich dir noch, warum es wirklich wichtig ist, dass du immer wieder zurück in den Körper kommst und dass du dir erlaubst, nicht alles wissen zu müssen. Also, setz dich bitte ganz entspannt hin, schließ deine Augen und atme einmal tief ein Richtung Scheitel und tief aus Richtung Bauchnabel. Und nochmal tief ein Richtung Scheitel und tief aus Richtung Bauchnabel. Und jetzt verbindest du deine Füße mit dem Erdboden und stellst dir vor, wie Energie aus der Erde durch deine Füße nach oben fließt, durch deinen Körper weiter nach oben, durch deinen Hals weiter nach oben, durch deinen Kopf weiter nach oben und die goldene Energie steigt in Form einer Kugel aus deinem Kopf hinaus und schwebt nun über deinen Kopf. Und die goldene Kugel über deinem Kopf schwebt nun weiter nach oben aus dem Haus, in dem du gerade bist, weiter nach oben in den Himmel. An hellem und dunklem Licht vorbei, hellem und dunklem Licht. Weiter nach oben. Tief hinein in das Universum. An der Gelee-artigen Masse hindurch. Weiter nach oben. Am rosaroten Nebel rein mit Gefühl vorbei und tief hinein in das weiß-irisene Licht. Schöpfe von allem, was ist das angewiesen, dass für alle Personen, die hier mit dabei sind, der Glaubenssatz aufgelöst wird. Ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste. Danke ist verbracht.
Schöpfer von allem, was ist, angewiesen, den Glaubenssatz. Ich muss anderen beweisen, dass ich etwas wert bin, den Glaubenssatz. Es ist nicht sicher, ich zu sein, den Glaubenssatz. Mein Wert hängt an meinen Umsätzen. Auf allen Ebenen abgeschlossen, aus dir herausgezogen, gelöscht und weiß, ihre Sinne nicht geschickt werden. Danke, es ist verbracht, verbracht, verbracht. Schöpfer von allem, was ist, angewiesen, bedingungslose Liebe in alle Beteiligte hinunterzuladen und weitere folgende Gefühle hinunterzuladen und zu integrieren. Und zwar, ich weiß, wie es sich anfühlt, unabhängig von meinen Erfolgen, mich wohl und stark in mir selbst zu fühlen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, einen starken Selbstwert zu haben, unabhängig davon, wie erfolgreich ich bin. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in voller Fülle mein Leben zu gestalten. Ich weiß, wie es sich anfühlt, mich sicher in meinem Körper zu fühlen, unabhängig von den Gefühlen, die da hochkommen mögen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, meine Fähigkeiten nach außen zu tragen und mich dabei sicher zu fühlen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, mich in meinem Leben sicher zu fühlen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in meinem Business sicher zu fühlen. Ich fühle mich wohl und sicher mit meinem Erfolg. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Unmengen an Geld anzuziehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, mich sicher dabei zu fühlen, Unmengen an Geld anzuziehen. Danke, es ist verbracht, verbracht, verbracht. Und jetzt gehst du nochmal tiefer hinein, das weiß die Riesene Licht. Tankst dich nochmal weiter mit der Energie des Schöpfers auf und gehst nun zurück in Form der weißen irisierenden Kugel. Weiter runter und weiter zurück an hellem, dunklem Licht vorbei, hellem und dunklem Licht. Du kehrst zurück in dein Zuhause, zurück auf deinen Platz. Atmest nochmal tief ein Richtung Scheitel, tief aus Richtung Bauchnabel. Und wenn du soweit bist, öffnest du die Augen. Willkommen zurück. So, jetzt sind wir alle noch ein bisschen mehr verbunden mit uns selbst. Denn die Sache ist, wir fassen kurz zusammen, bevor wir in den anderen Punkt nochmal reingehen. Es hilft dir besonders, mit den kosmischen Energien zu arbeiten, wenn du weißt, wo es hingehen soll, also wenn du deinen Fokus kennst. Und wenn du danach ganz klar auch die Entscheidung triffst, was gerade wichtig ist. Das heißt auch, dass das, was ich anbiete, Gott, jetzt wackelt hier alles, das, was ich anbiete, ist darauf abgestimmt, dass du einerseits kein Rumgelaber bekommst und dass du schnell in die Aktion gehst, dass du es schnell anwendest und dass es wirklich auf einen ganz bestimmten Punkt fokussiert ist. Und zwar ist es so, dass du kriegst im Newsletter die ersten Informationen dazu. Ich werde nämlich einen ganz, ganz, ganz tollen Workshop anbieten, wo du tiefer in den Fokus reingehen kannst, wie du die kosmischen Energien für dich nutzen kannst. Und zwar im Sinne deines Business-Erfolgs, damit du dich da nicht verlierst, sondern den Fokus behältst. Und zwar verbinden wir das mit deiner großen Vision. Weil die Sache ist ja, wenn es ums Business geht, dann solltest du ja auch einen Fokus auf deine Vision dabei haben. Und wenn wir uns dann mit bestimmten Themen befassen, aber es hat so gar keinen Fokus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, vor allem wenn es um diese Themen geht, die ich hier gerade angesprochen habe, sehr groß, dass du dich darin verlieren wirst, weil du dich dann die ganze Zeit nur mit dir befassen wirst. Und das, was ich anbiete, ist ja vor allem für Unternehmerinnen, Selbstständige und ambitionierte Angestellte, die was gründen wollen, weil es letzten Endes immer um das Thema Verkaufen, Business und Visionsgründung, also letzten Endes Bestimmungsarbeit geht. Weil dein größtes Ziel ist ja letzten Endes, mit sehr viel Geld einen großen Impact zu hinterlassen. Und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, wenn wir unseren Fokus auf das Thema Geld legen. Ich finde tatsächlich, dass der Fokus auf Reichtum und Wohlstand der beste Fokus ist, den wir mit unserem Business haben können. Weil mit diesem
Ergebnis kannst du alles andere machen, was du eh machen willst. Du kannst, ich denke da immer an Kinder und Katzen. Ich habe ja zwei Kater und ich habe die aus dem Tierheim. Oh, jetzt kommen mir die Tränen, was geht ab? Und ich würde so gerne noch mehr Katzen aufnehmen, aber es ist halt gerade nicht möglich für mich. Und ich möchte gerne langfristig auch für Katzen und Kinder etwas ganz, ganz Besonderes aufbauen. Das ist natürlich getrennt voneinander. Und zwar geht es bei den Kindern für mich ganz explizit auch um Kinder und Jugendliche aus dem LGBTQ+-Bereich. Also Kinder, die jetzt nicht heteronormativ hetero sind, die nicht in diese gesellschaftlichen Rollen reinpassen und die aber in einem Umfeld aufwachsen, in dem es noch sehr, sehr eng alles gedacht ist, weil ich selber damit ganz lange gestruggelt habe. Einerseits, weil ich selber damit ganz lange gestruggelt habe, das anzuerkennen, dass ich nicht hetero bin, und zum anderen, weil ich, als ich in Frankfurt im Jugendzentrum KUS war, und da auch aktiv, also ehrenamtlich gearbeitet habe, habe ich sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene kennengelernt, die aus einem sehr zerrüttelten Elternhaus gekommen sind und die teilweise psychisch total fertig waren und denen es psychisch einfach nicht gut ging, weil die keine gesunde Grundlage hatten. Und ich kenne tatsächlich, und das ist jetzt Triggerwarnung, ich kannte zwei Personen, die haben das auch dann für sich beendet. Der eine war erst, der war gerade kurz vor seinem Abi, und die andere Person war Anfang 20. Das war ein großer Schock für mich. Und etwas dafür aufzubauen, geht halt mit Geld am besten. Weil sobald du für andere, sobald du bei anderen das Geld akquirieren willst, musst du nach deren Regeln spielen. Und das ist ätzend. Weil dann kannst du das gar nicht so aufbauen, wie du es willst. Wenn du es aber mit deinem eigenen Business schaffst, das Geld umzusetzen und einen ganz bestimmten Teil nutzt, um die Gesellschaft zu verändern und die korrupten sozialen Strukturen mal aufzubrechen und bestimmte Beträge in Milliardenhöhe zu nutzen, um wirklich einen großen Impact zu erschaffen, was eines meiner großen Wünsche ist, eines der großen Gründe, warum ich das hier alles mache, dann ist Geld aus meiner Sicht einer der besten Vehikel, die du haben kannst. Und ich finde, deswegen ist tatsächlich Geld, also großer Umsatz, also letztendlich Reichtum und Wohlstand, finde ich persönlich das wichtigste Ziel mit einem Business. Und da gehen wir nämlich jetzt mal zu einem sehr interessanten Buch, was ich nochmal angefangen habe, intensiver zu lesen als vor ein paar Jahren. Das kennst du vielleicht. Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Und das Interessante ist, dass ich tatsächlich die 6 Schritte, die ich dir jetzt vorstellen möchte, und die aber nur funktionieren, wenn du nämlich in deinen Körper zurückgehst, die möchte ich dir vorstellen. Und zwar diese 6 Schritte, um dein stärkstes Anliegen, und sagen wir jetzt einfach mal, dein stärkstes Anliegen ist Wohlstand, ist Reichtum. Dein stärkstes Anliegen, Reichtum in eine finanzielle Realität zu bringen. Viele nennen das auch manifestieren. Ist nichts anderes. Und das Lustige ist, dass ich diese 6 Schritte, als ich die gestern nochmal aufgeschrieben habe, festgestellt habe, dass ich das in meiner Selbsttätigkeit konstant so gemacht habe, mir das aber nicht bewusst war. Ich hatte auch so echt Selbstzweifel ohne Ende. Ich habe nicht gecheckt, was ich eigentlich alles kann. Und ich möchte dir gern einfach diesen Schmerz nehmen, dass du nicht so viel Zeit verschwendest mit Bullshit. Und dass du nicht so viel Zeit verschwendest, indem du dich die ganze Zeit in Frage stellst. Vor allem, wenn du eine zweite Linie in deinem Profil hast oder sehr viele zweite Linien in deinem jungen Design und ein Naturtalent bist. Oder eine 5. Linie, die sich nicht selber sehen kann. Ich sehe dich. Und ich kann dir sehr gerne dabei helfen, den Weg zu gehen, damit du schneller da durchkommst und dein ganzes Potenzial mal uplevelst auf eine gesunde Weise. Also,
Die 6 Schritte, dein Anliegen, reich zu werden, in die finanzielle Realität umzusetzen. Ich lese vor. Ich habe mir das nämlich alles nochmal ganz kurz und knackig aufgeschrieben. Falls du das Buch hast, das findest du unter anderem auf der Seite 44, 45. Nummer 1, der erste Schritt ist, dass du ein ganz, ganz, ganz konkretes finanzielles Ziel festlegst. Und wenn du hier schon mal ein paar andere Lives von mir angeschaut hast, dann wirst du das sehr wahrscheinlich kennen, dass ich das schon öfter gesagt habe, dass du dir klare finanzielle Ziele setzen solltest. Und zwar nicht, ich möchte mehr Umsatz machen, sondern du sagst, ich will 100.000 Euro am Ende des Jahres, ich will 200.000, 300.000, 1.000.000 Euro Umsatz haben am Ende des Jahres. Ein ganz genaues finanzielles Ziel setzen. Nummer 2, also der zweite Schritt. Du legst fest, was du für dieses Ziel leisten willst. Nummer 3, also der dritte Schritt. Und das wird jetzt sehr, sehr viele stressen, das weiß ich, weil mich stresst es teilweise auch. Obwohl ich immer mit diesen 2-Monats-Blöcken gearbeitet habe, tatsächlich habe ich mir was ganz Blödes angewöhnt, was ich mir wieder abgewöhnen muss, habe ich schon festgestellt. Es ist immer gut, wenn wir uns selbst bewusst machen, womit wir uns selber, welches Stöckchen wir uns selber wieder zwischen die Beine werfen. Und ich erzähle dir das ja alles so transparent, weil ich bin kein Guru, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden. Und nur weil ich dir sage, was ich mal falsch gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich keine Expertin in meinem Bereich bin, sondern es heißt einfach nur, dass ich ein sehr starkes Bewusstsein dafür habe, was verbessert werden darf. Ich bin da nämlich sehr gut drin, sehr schnell zu sehen, was wir verbessern dürfen, damit wir uns selber auch auf eine gesunde Weise optimieren können, die zu uns passt. Also, genaues Datum festlegen, wann du den angestrebten Betrag besitzen willst. Also sagen wir, du möchtest 100.000 Euro, also dein Ziel ist 100.000 Euro, die Schritte dafür sind, du möchtest etwas verkaufen, also du willst, sagen wir, einen Online-Kurs verkaufen, du willst den einmal verkaufen, du willst den, na gut, dann kannst du halt runterrechnen, wie viele Kunden du brauchst und so, wie teuer der sein muss, bla bla. Und wenn du dann weißt, bis wann, sagen wir, du möchtest das bis April diesen Jahres schaffen, dann legst du dir das auf April diesen Jahres, aber dann schreibst du nicht April, sondern dann schreibst du 31. April, 30. April, ich habe gerade im Kalender geguckt, es gibt keinen 31. April, 30. April 2024, dann hast du die 100.000 Euro erreicht. Und dann machst du dir einen konkreten Plan. Und wenn du jetzt schon andere Lives von mir kennst, dann wirst du jetzt schmunzeln, weil du wirst jetzt wissen, was kommt. Kauf dir diesen Kalender und rechne das runter. April schreibst du hier 100.000 Euro dran und dann sagst du, okay, das ist die 0. Woche, so habe ich das immer gemacht, die 1. Woche, 2. Woche, 3. Woche, 4. Woche, 5. Woche, 6. Woche, 7. Woche, 8. Woche, 9. Woche, 10. Woche, wo sind wir jetzt? 11. Woche, 12. Woche. Du hast noch 12 Wochen Zeit. 3 Monate. Das muss doch eigentlich machbar sein. Dann kannst du nämlich sagen, okay, 100.000 Euro am Ende. Das heißt, pro Monat 100.000 Euro durch 3. Zack, zack, zack. Oder du sagst, gut, das Programm habe ich noch nicht fertig. Sagst, okay, du nimmst dir jetzt 2 Wochen Zeit, bis das Programm steht oder 1 Woche, je nachdem. Und in dieser Zeit fängst du aber schon an, du machst die grobe Struktur deines Programms und dann fängst du schon an mit dem Marketing für dieses Programm. Und dann fängst du schon an, die Kunden warm zu machen, also die Kunden warm zu machen, deutsche Sprache. Wie sagt man das richtig? Die Audience aufzuwärmen. Um dann anzufangen zu verkaufen. So. Und das machst du als ganz, ganz, ganz konkreten Plan. Kannst zum Beispiel so einen tollen Kalender nehmen. Also ich habe das immer gemacht, das hat sehr gut funktioniert. Ganz konkreten Plan aufschreiben, um das Anliegen umzusetzen und sofort anfangen, egal ob du bereit bist oder nicht, nach diesem Plan zu handeln. Fünfter Schritt.
den Betrag, also das Ziel, die Frist, die Gegenleistung, was ich dafür tun werde und den genauen Plan kurz und prägnant schriftlich festhalten. Du kannst es auch unterschreiben, um es quasi für dich so nochmal klarer zu machen, dass du da dran bleibst und dass du es nicht aufgibst, nur weil das Ergebnis nicht so schnell kommt oder so. So, und jetzt kommt was sehr Interessantes. Und das ist nämlich das, weswegen es wichtig ist, dass wir zurück in den Körper gehen. Und ich habe alle 6 Schritte gemacht, ohne zu wissen, dass die zum Erfolg führen. Ich habe die einfach gemacht und die haben zum Erfolg geführt. Also, das funktioniert wirklich. Es funktioniert wirklich. Weil jetzt kommt Nummer 6. Morgens und abends vorlesen und vorstellen, dass ich das Geld bereits besitze. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich... Also jetzt habe ich gerade 2 Sachen im Kopf. Nummer 1, ich habe dir hiervon sogar schon mal erzählt, dass dieses Bedürfnis, etwas in die Realität zu bringen, eigentlich schon, du musst schon in diesem Gefühl sein, dass du es schon hast. Nicht, dass du dahin willst, weil dann bist du im Mangel, sondern dass du das schon hast. Und wenn du es ganz konkret von mir als Beispiel haben willst, habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe hier eine Pinnwand und auf dieser Pinnwand stand das Ziel meines Umsatzes, also meines Launches. Es waren fast immer 100.000 oder 150. Ich habe es immer ein bisschen hochgesetzt. Also ich habe das nicht immer erreicht, aber ist egal, weil du kommst immer näher dran. Es stand also, sagen wir, 100.000 Euro auf meiner auf dem Whiteboard. Ich wusste, ich habe 2 Monate dafür Zeit. Und ich habe mir jeden Tag vorgestellt, dass ich es schon habe und habe dieses Gefühl gefühlt. Und das funktioniert. Weil die Sache ist, du wirst Tage haben, an denen das fühlst du dich hoffnungslos, an denen fühlst du dich unfähig, an denen fühlst du dich wie so ein Loser. Und vor allem in diesen Tagen musst du dranbleiben. Und das kannst du am leichtesten, wenn du dir vorstellst, dass du das schon hast. Und das funktioniert am besten, wenn du dir vorstellst, du bist schon am 30. April, du hast es schon und was du dafür alles gemacht hast. Das habe ich tatsächlich auch in meinem anderen Live erzählt. Also das, was ich gestern hier gelesen habe und aufgeschrieben habe, das habe ich alles schon gemacht. Und dann dachte ich so, okay, aber irgendwas fehlt mir da. Also wir gehen die Schritte nochmal ganz kurz grob durch. Nummer 1. Du setzt dir ein finanzielles Ziel. Nummer 2, du legst fest, was du für dieses Ziel machen willst. Nummer 3, du legst das genaue Datum fest. Nummer 4, du machst dir einen ganz konkreten Plan, wie du die Schritte, wie du vorgehen wirst, was sind die ganzen Steps. Und du fängst direkt an, auch wenn du dich nicht bereit fühlst. Nummer 5, achso, nee, jetzt habe ich gerade 4 und 5 miteinander verbunden. Also Nummer 4, ganz konkreten Plan ausarbeiten, um das Anliegen umzusetzen und so. Ach genau, ich habe jetzt 2 Schritte in einem gesagt. Also Nummer 4 ist, du arbeitest die ganzen Schritte aus und Nummer 5 ist, du legst die Frist fest, was du dafür tun wirst und du legst den Plan kurz und prägnant schriftlich fest. Und Nummer 6 ist dieses mit dem Ziel verbinden. Und ich hatte aber das Gefühl, da fehlt noch was. Weil, und jetzt kommt nämlich das Thema Bestimmung dazu. Und das ist so ein bisschen die Sache, weil, und ich werde es weiter durcharbeiten, weil da kommen bestimmt noch richtig viele wichtige Erkenntnisse und da sind auch ganz viele wichtige Erkenntnisse. Das Erste, was mir von Anfang an aufgestoßen ist, es werden eigentlich nur Männer herangezogen, also nur erfolgreiche Männer. Und ich frage mich dann halt immer, okay, das Buch ist von 1937. Gab es keine erfolgreichen Frauen? Das ist so immer so meine erste Frage. Gab es keine erfolgreichen Frauen? Warum werden hier nur wohlhabende Männer herangezogen? Das ist das Erste, was mir dann immer aufstößt. Und ich weiß noch, als ich das 2019 angefangen habe zu lesen, hatte ich keinen Bock mehr, weil mich das so genervt hat. Die zweite Sache ist, dass ich langsam den Eindruck habe, dass es für Männer leichter ist,
sehr mental zu arbeiten als für Frauen. Ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich so ist. Es ist etwas, was ich seit längerem beobachte und nachfühle. Ich habe den Eindruck, für Frauen ist es essentieller und auch wichtiger für die mentale und körperliche Gesundheit, wenn sie Wohlstand aufbauen wollen, dass sie dann sehr wahrscheinlich mehr in die Gefühle auch rein müssen und sehr wahrscheinlich mehr in das Weichere, also sich mehr diese Weichheit erlauben, damit sie das schaffen, die Weichheit aber als Waffe nutzen, auf eine gesunde Weise. Das habe ich irgendwann tatsächlich auch gemacht. So, der dritte Gedanke war, vielleicht ist der Grund, dass es hier fast nur Männer drin sind, der, dass Frauen irgendwie so ein Thema mit Geld haben. Und was ist Geld auch? Geld ist auch Macht. Und wenn wir uns unsere Geschichte anschauen, und wir müssen bei 1937 jetzt nicht so tief überlegen, was da in der Welt los war, vor allem in Deutschland, dann fällt doch auf, dass Frauen nur die Kontrolle hatten, wenn sie härter waren, wenn sie angepackt haben, wenn sie in dieser Doing-Energie waren, was nichts mit Mann und Frau zu tun hat. Und also ich kann es gerade nicht so gut in Worte fassen, fällt mir gerade auf. Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass Frauen immer noch ein sehr viel größeres Thema haben mit Geld als Männer. Und ich frage mich das schon länger. Ich habe das Thema auch schon in der Angestellten-Tätigkeit im Sales. Dadurch, dass ich halt so krass auf die Umsätze immer fixiert war. Und mein Ziel immer, es war immer ein Umsatzziel. Also ich weiß noch, dass ganz viele gesagt hatten, ich will eine schöne Ausgabe machen, ich will tolle Kunden drin haben, die sollen tolle Themen machen. Und ich dachte mir, es ist mir scheißegal, ich will einfach mega viel Geld da drin haben. Und die machen dann schon was Schönes. Das war mein Mindset. Mein Fokus war immer auf dem Geld. Und der Fokus von sehr vielen Kolleginnen war auf dem, es soll schön aussehen, es sollen tolle Kunden drin sein, es sollen tolle Themen drin sein. Und ich dachte mir, das hier ist ein Job, es geht hier ums Geld. Wieso konzentrierst du dich auf die falschen Sachen? Das war mein Mindset. Das ist natürlich nicht gut angekommen. Aber ich habe das nicht verstanden. Und ich habe den Eindruck, dass die Angst bezogen auf das Thema Geld unbewusst die Angst bezogen auf das Thema Macht ist. Und zwar, jetzt habe ich den Fall wieder, wenn du als Frau Angst vor Geld und Angst vor Macht hast, dann hast du eigentlich Angst, über Macht übermannt zu werden, also über Mann zu werden, von einem Mann überrollt zu werden, auf eine sehr schlimme Weise. Und du hast aber nicht die Erfahrung gesammelt oder du hast es dir nicht erlaubt, die Erfahrung zu sammeln, dass es auch sicher sein kann, machtvoll zu sein. Und dadurch, dass du diese Erfahrung nicht gesammelt hast und auch nirgendwo Beispiele siehst, also ich finde, das wird schon immer besser, aber es ist immer noch ein bisschen, auch Frauen können ganz schön hart sein und ganz schön krass manipulieren und also diese Angst, dass du selber zu so einem Monster wirst, ist, glaube ich, der Punkt hinter der Angst vor Geld oder der Angst vor Macht, vor allem bei Frauen. Dass du selber so ein schlechter Mensch wirst, weil du viel Geld und viel Macht hast. Und ich habe den Eindruck, Männer haben nicht so dieses Problem. Und deswegen fällt es ihnen noch leichter, ihren Fokus, ihr wichtigstes Anliegen, was nämlich das ist, worum es dir geht, bei allem, was du machst. Also hier, wichtigstes Anliegen, Reichtum, Wohlstand, wenn das dein wichtigstes Anliegen ist und du bist eine Frau, dann hast du sehr wahrscheinlich, das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl damit, weil du eigentlich unbewusst Angst hast, dass du zu einem Monster wirst, wenn du das erreicht hast, weil du dir irgendwie nicht, einerseits, weil in dir verletzte Weiblichkeit steckt. Also es ist nicht sicher, weich zu sein, es ist nicht sicher, Frau zu sein. Aber die männliche Energie ist auch nicht sicher. Und gleichzeitig hast du den Eindruck,
Also es ist wirklich ein schweres Thema. Dass du dich immer entscheiden musst. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass dieses "ich muss mich entscheiden" der Punkt ist. Genau deswegen, es war nämlich gestern so mein Gedanke, warum sind hier fast nur Männer drin? Also nur so als Beispiel, ja. Wie war das? Wo war das denn? Also er analysierte hunderte bekannter Persönlichkeiten und darunter waren, und die Liste ist sehr lang, und es sind nur Männer. Es ist keine einzige Frau dabei. Und ich dachte, das ist doch jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Gender-Apps oder so, ja? Also es geht jetzt hier nicht irgendwie um Gleichberechtigung. Darum geht es mir hier gerade nicht. Mir geht es einfach nur um die Frage, woran liegt das? Und ich glaube, Männer können viel entspannter dieses Ziel sich setzen, dass ihr größtes Ziel, ihr größtes Anliegen Wohlstand ist. Und ich habe den Eindruck, Frauen fällt das viel schwerer, sich das zu erlauben, dass ihr größtes Ziel Wohlstand ist. Weil sie mit diesem Thema Wohlstand und ganz viel Geld, also Reichtum, ganz viel Schmerz immer noch verbinden. Und diesen Schmerz müssen wir auflösen. Du kannst aber auch einfach schon mal machen. Und weil das ist auch so die Sache, dieses "ich muss das jetzt erstmal auflösen, bevor ich XYZ machen kann", das ist nämlich auch verschwendete Zeit. Es löst sich nämlich oft schon dadurch auf, dass du eine neue Erfahrung sammelst. Das heißt, dass du den Weg schon anfängst zu gehen, auch wenn du Angst hast, Schiss hast, du Magenschmerzen bekommst, Halsprobleme, Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen, Migräne, Augendruck, auf einmal total müde bist, dein ganzer Körper rebelliert. Das ist oft ein Zeichen, dass du gerade den Weg gehst, der wichtig für dich ist, aber du durch so eine Blockade durch musst. Und ja, worauf ich eigentlich gerade hinaus will, ist, ich habe den Eindruck, dass dass wir da echt, vor allem als Frauen, echt noch viel zu tun haben. Und dass du dir, wenn du dir sagst, du möchtest irgendwelche guten Dinge in der Welt verändern, dann darfst du dir auch gleichzeitig sagen, und dafür möchte ich jetzt reich sein, weil wenn ich reich bin, kann ich das noch viel besser. Also ich kenne keinen Bettler, der irgendwelche krassen Sachen umgesetzt hat, die Tausenden von Menschen das Leben verändert hat. Wir brauchen Ressourcen, und zwar nicht nur Zeit. Wir brauchen Ressourcen, um Dinge zu verändern, vor allem noch in der heutigen Welt. Und auch wenn wir jetzt in Periode 9 sind, wo es mehr um die weibliche Energie geht und um Spiritualität, vor allem da ist es ganz klar wichtig, dass du nicht nur, dass das Anliegen, und das ist nämlich der Punkt, was ich festgestellt habe, was nämlich fehlt bei der Auflistung, dass dieses Anliegen auch eine Bestimmung haben sollte. Also wenn du jetzt einfach nur das Ziel hast, du möchtest reich sein, oder mein Ziel war immer damals, ich will 500.000 Euro im Jahr umsetzen. Und ich habe das geschafft, ich war trotzdem todunglücklich. Und das ist halt total, also was ist denn da passiert? Wie kann es sein, dass ich mein finanzielles Ziel erreicht habe und ich bin total unglücklich? Weil es nämlich darum gar nicht mehr geht eigentlich. Es ging nicht um die 500.000 Euro im Jahr. Es ging auch nicht um das Geld, was am Ende auf meinem Konto gelandet ist. Es hat mir sehr viel Ruhe und Entspannung gegeben. Es war auf jeden Fall sehr angenehm. Aber das hat nicht ausgereicht. Weil wir Menschen haben ja auch eine Seele und diese Seele möchte irgendwas ganz Besonderes auch erleben und erschaffen. Und sehr viele von uns sind auf der Welt, um einer großen Bestimmung zu folgen, die größer ist als wir selbst. Vor allem, wenn du ein transpersönliches Profil bist, 6-2, 6-3, 5-1, 5-2, dann hast du sehr wahrscheinlich schon, oder Manifestor, sag mal Manifestor, aber ich glaube, alle Typen passen da drauf. Vor allem, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass vor allem die nicht-sakralen Wesen dieses Bedürfnis noch stärker haben,
Weil die Generatoren, manifestierenden Generatoren machen auch gerne einfach nur Sachen, weil sie es geil finden. Also ich bin da ein bisschen komisch drauf, ich weiß, aber ich kenne sehr viele, die da so drauf sind. Die haben gar nicht so das Bedürfnis nach diesem Riesending. Wobei, es können wir nie generell nur einer Sache festmachen. Das heißt, diese 6 Schritte plus deiner Bestimmung. Weil ohne die Bestimmung, also ohne den tiefen Grund hinter deinem tiefen Anliegen, wird es irgendwann, vor allem wenn du so ein inneres Calling schon immer gespürt hast, so wie ich, dann wirst du dich damit fertig machen und du wirst todunglücklich sein. Du kannst nämlich super viel Geld haben und todunglücklich sein. Das ist möglich. Ich bin das beste Beispiel. Und es ist aber auch kein Weg, arm zu sein und glücklich zu sein. Also, mir macht das keinen Spaß, wenn ich wenig Geld habe. Ich finde, das ist ziemlich anstrengend. Und das ist auch nicht das Ziel, weil wenn du was Großes erreichen willst und wenn du was Großes umsetzen willst, dann brauchst du ja letztendlich wieder Ressourcen und dazu gehört auch Geld. Und Geld ist eine gute Sache, weil sie letzten Endes nur das verstärkt, was eh schon da ist. Das heißt, wenn du eine riesen Vision hast und dir immer noch einredest, es geht dir nicht ums Geld, dann sei noch mal bitte kurz ehrlich zu dir, ob das wirklich die Wahrheit ist oder ob das Geld vielleicht die Nummer 1 auf deinem Ziel sein sollte und alles andere wird dann dadurch auch erfüllt. In diesem Sinne freue ich mich sehr über deinen Kommentar, deine Gedanken und wünsche dir noch einen wunderschönen Start in die neue Woche.